Même si, si on va un peu plus loin dans l'analyse, wenn ich meine Mannschaft so analysiere, dann muss ich sagen, es gab ein paar Spiele, in denen das Team nur eine von beiden Halbzeiten gut gespielt hat, wenn überhaupt. Und das ist auch einer der Gründe für die schlechten Ergebnisse in jüngster Zeit. Schlecht verglichen mit dem, was wir gewohnt sind, meine ich. Was sagen Sie zu Gomis? Ich habe nicht über die Symptome von Bafétimbi Gomis gesprochen, weil er nicht mehr in Lyon spielt. Ich kannte das Problem. Er hatte auch hier Ohnmachtsanfälle erlitten und in der Nationalmannschaft genauso, glaube ich. Er hat sich aber immer wieder schnell erholt und diese Schwierigkeiten haben ihn nicht davon abgehalten, Tore zu schießen und sehr gut zu spielen. Natürlich hat der Zusammenbruch aber viele schockiert, die nichts von seinen Problemen wussten. Er ist aber schnell wieder bei Bewusstsein gewesen und wir wünschen ihm alles Gute. Jean-Michel Aulas und ich haben manchmal Differenzen und Diskussionen. Was ich aber unglücklich finde, ist das Ganze in die sozialen Netzwerke zu tragen. Aber nun gut, das ist eben die Meinung des Präsidenten. Der werde ich mich nicht einmischen, er kann ja sagen, was er möchte. Aber bis zu neuen Anordnungen bin ich es eben, der bis zum Ende der Saison entscheidet. Danach werden wir die Saison Revue passieren lassen, genauso wie unsere Zusammenarbeit. Aber bis auf Weiteres entscheide ich, wer in der Startelf steht und wer nicht. Ich werde versuchen, gegen Montpellier das bestmögliche Team aufzustellen.